Schön, dass ich dich wieder auf meinem Kanal begrüßen kann. Es geht heute wieder um ein Sprachaufzeichnungsgerät, auch diesmal von dem Labeler Limenix. Habe ich euch ja hier schon einige dieser Geräte vorgestellt. Was dieses Gerät von diesen vorgestellten Geräten unterscheiden wird, das könnt ihr natürlich nur dann erfahren, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt. Ja, und wie wird sich dieses Review gestalten? Ich werde euch natürlich erstmal ein paar technische Daten einblenden. In einem Unboxing stelle ich euch die Hardware des Gerätes näher vor. Dann werden wir natürlich auch mal einen Blick in das Menü des Gerätes werfen. Und natürlich bleiben Tonproben nicht aus. Ja, jetzt konntet ihr ja einen Blick auf die technischen Daten werfen. Jetzt geht's ins Unboxing. Also los geht's. Zunächst das Auspacken. Schauen wir mal, was da alles mitkommt. Das ist die Verpackung, die ich nicht sehr informativ. Das Modell und die Größe des internen Speichers ist hier noch angegeben. Holen wir das einfach mal raus. Wundervoll verhüllt wieder in viele Plastikbeutel. Das ist noch das Zubehör. Das legen wir einfach mal parat und nehmen uns das nach und nach vor die Kamera. Das ist also der Inhalt der Sendung. Da kommt zunächst erstmal ein Headset mit. Dieses Headset dient zur Kontrolle der Ausgabe oder Eingabe. Das ist ein Ladekabel, ein Micro-USB-Kabel. Das passt irgendwo nicht mehr in die Zeit. Eine Bedienungsanleitung. Da müsst ihr die Lupe nehmen und das ist das Gerät selbst. Ein Aluminiumgehäuse. Das ist natürlich edel und robust, auch ziemlich schwer. Ja, das sind die Bedienelemente. Oben seht ihr das Mikrofon, hier unten, das ist der Lautsprecher. Man kann natürlich auch die aufgenommenen Aufnahmen sofort abspielen. Das sind die Ladeeingänge bzw. der Schacht für die Micro-SD-Karte. Und hier oben ist das Mikrofon drin. Das ist ja ein Kondensatormikrofon. Es ist nur ein Mikrofon drin, liebe Freunde. Es ist nicht etwa ein Stereo-Mikrofon, sondern das ist nur ein Kondensatormikrofon mit hoher Qualität. Hier unten habe ich euch das mal eingeblendet. Besser kann ich es halt nicht erklären. Könnt ihr ja entnehmen, wo welche Elemente sind. Noch ein Blick auf die Rückseite. Hier schalte ich das auch mal ein. So, jetzt werden wir uns natürlich ein wenig mal der Bedienung des Gerätes zuwenden. Ich habe hier eine zweite Kamera, da kann ich das viel besser darstellen. Ja, ihr seht jetzt hier, ne, das ist das Gerät. Vielleicht nochmal ein Hinweis, das ist also ein volles Metallgehäuse. Ne? So, und jetzt schauen wir uns mal an. Hier oben haben wir ja die Bedienknöpfe. Deren Bedeutung habe ich ja in einem kleinen Bild eingeblendet. Hier haben wir die anderen Bedienelemente, wobei der Aufnahme-Button hier wohl der beste ist oder der am meisten gebräuchliche Button ist. Den schiebt man einfach nur nach oben, ne? Und dann hat man die Aufnahme. Jetzt schalten wir das Ding erstmal mal nur ein, indem wir hier auf dieses kleine Knöpfchen drücken. Und jetzt seht ihr, kommt natürlich hier ein Begrüßungsmenü und jetzt sind wir schon in der Bibliothek. Das heißt, ich könnte rein theoretisch jetzt hier etwas abspielen. Das mache ich jetzt auch mal. So, das ist also ziemlich einsatzbereit. Und wichtig ist, für eine Sprachaufzeichnung ist ja natürlich die schnelle Aufzeichnungsmöglichkeit entscheidend. Und das ist der Fall, indem ich hier hochschiebe. So. Nach einem kurzen Moment ist das Ding jetzt bereit,
eine Aufzeichnung zu realisieren. Das macht auch eine Aufzeichnung. Man kann es hier auch an der Pegelanzeige wohl erkennen, dass es ausgesteuert ist. Und ob man jetzt hier genügend Pegel hat oder eben nicht genügend Pegel hat, das bestimmen die Einstellungen. Jetzt schalten wir das einfach wieder aus und könnten eigentlich rein theoretisch sofort die Wiedergabe starten der Aufnahme. Moment, ist das Ding jetzt bereit, eine Aufzeichnung zu realisieren? Das macht auch eine Aufzeichnung, man kann das hier... Das ist also die einfachste Funktion. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen hier in das Menü, das heißt also, wir gehen hier zurück, ne? Und das seht ihr, ich bin jetzt in der Musikaufzeichnung, hier in dieser Musikbibliothek, da könnte ich jetzt aufgezeichnete MP3-Dateien abspielen. Ich habe, glaube ich, keine jetzt aufgespielt. Seht ihr, kommt der Hinweis, keine Dateien gefunden. Das ist also die Möglichkeit, das als MP3-Player zu nutzen. Jetzt gehen wir mal weiter. Ja, jetzt kann ich also hier in die Aufzeichnung gehen, könnte die Aufzeichnung abspielen. Ich gehe jetzt mal rein und das seht ihr, hier kann ich die Bibliothek auswählen. Das heißt, also ich kann entscheiden, nehme ich die interne Karte oder nehme ich die eingelegte SD-Speicherkarte. Und hier unten haben wir außerdem noch die Möglichkeit, die Aufzeichnungseinstellungen zu wählen. Ich kann das Aufzeichnungsformat wählen, die Bitrate wählen, die Herkunft des Signales wählen. Das heißt also, hier ist ja noch so ein kleiner Line-Eingang dran, der übrigens sehr unempfindlich ist. Also das kann man eher nicht nutzen. Und dann kann ich auch noch die Empfindlichkeit wählen, wie empfindlich soll also der Sprachempfänger sein, der ist jetzt auf 4 eingestellt. Ja, und ich kann natürlich hier verschiedene andere Dinge wählen. So, und hier unten findet man jetzt einen Menüpunkt, das kann man natürlich ganz schwer erkennen. AVRZ, das heißt also, hier kann ich setzen, ob das Ding bei Sprechen aufzeichnen soll, beim Erkennen einer Stimme aufzeichnen soll oder nicht. So, das sind so ein paar entscheidende Einstellungen. Die anderen Einstellungen gehe ich nicht. Jetzt konzentrieren wir uns mal klein wenig sozusagen auf die Aufnahmen. Das heißt, ich gehe jetzt hier zurück und ich habe das Ding ja jetzt eingestellt auf Erkennen einer Stimme. Das heißt also, ich gehe also noch weiter zurück, schiebe jetzt hier diesen Aufnahmeregler nach oben. Jetzt spreche ich spreche jetzt und es wird jetzt hier auch aufgezeichnet. Ich spiele euch das dann im Video ein. Ja. Und wenn ich jetzt schweige, dann bleibt die Aufnahme stehen. Das heißt also, jetzt wird die Aufnahme fortgesetzt. Das heißt also, jetzt wird die Aufnahme fortgesetzt und das spiele ich euch dann letztendlich auch wieder im Video ein. Das ist also eine wunderschöne Möglichkeit, den Sprachrekorder zu nutzen für das Erkennen der Sprache, wenn gesprochen wird und aufgezeichnet, bei Stille nicht und beim Wiedererkennen der Stimme wird die Aufnahme fortgesetzt. Was ich jetzt machen möchte, ich werde jetzt also nochmal eine Aufzeichnung starten und ein klein wenig den Abstand ändern. Ich gehe aber jetzt erstmal in die Settings und ändere das Ding jetzt so, dass es gezielt ausgelöst wird, wenn ich den Regler nach oben schiebe. So, werfen wir vielleicht nochmal einen Blick in die Einstellung. Ja, ich habe jetzt hier das Menü Einstellen gewählt. Gehe in den Menüpunkt. Was können wir hier alles tun? Das sind insgesamt 12 unterschiedliche Einstellungen möglich. Man kann die Sprache wählen, man kann Datum und Uhrzeit, man kann ein Passwort wählen zum Schützen der Aufzeichnung, man kann den Speicher auswählen. Ich kann auch die Zeiten wählen zum Starten einer Aufzeichnung. Ich kann die Hintergrundbeleuchtung ändern. Ich kann die Helligkeit ändern. Ich kann natürlich auch in die Informationen gehen. Was haben wir eigentlich hier vor uns liegen? Und ich kann die SD-Karte formatieren und ich kann natürlich auch zurücksetzen.
Wenn wir in das Aufzeichnungsmenü gehen, auch da können wir jetzt nochmal die Aufnahmeeinstellung uns anschauen. Und ich stelle das jetzt mal ab. Ich hatte ja vorher das AVR eingeschaltet, aber das schalte ich jetzt einfach mal ab. So, ich halte das ab und damit ist das jetzt abgeschaltet. Und es funktioniert jetzt gezielt immer dann, wenn ich diesen Schieberegler nach oben schiebe, also den Schalter nach oben schiebe, dann wird aufgezeichnet. Und jetzt machen wir mal einige Aufzeichnungen, um uns ein Bild von der Aufzeichnungsqualität zu machen. Ich habe das jetzt einfach vor mir stehen. Ihr seht das ja, das steht jetzt hier, das ist der Sprachabstand und wir werden uns diese Aufnahme dann im Video anhören. Ich schneide die einfach über die Aufnahme meines Mikrofons hinweg. Jetzt nehme ich das Gerät ein bisschen näher ran. So, ich spreche jetzt etwas im normalen Abstand. Es ist übrigens kein Stereo-Mikrofon, ganz wichtig zu wissen. Nicht, dass ihr denkt, hier ist ein Stereo-Mikrofon drin. Nein, hier ist also ein Kondensator-Mikrofon, ein großes, also mit einer großen Oberfläche drin. Deshalb ist die Empfindlichkeit auch ziemlich hoch und ich kann also auch Sprachen in großem Abstand erkennen und aufnehmen. Und das mache ich jetzt einfach nochmal. Ich stelle das also jetzt auf den Tisch und gehe ein Stückchen in den Raum rein. Mal sehen, wie weit wir jetzt die Geräusche hören. Ich habe übrigens hier drüben auch einen Lüfter, der Videoleuchte. Mal sehen, ob er diese Geräusche auch aufnimmt. Also ich schalte das jetzt einfach wieder ein. So, jetzt stelle ich das hin und entferne mich jetzt mal ein bisschen im Raum. So, jetzt stehe ich ungefähr in der Höhe des Lüfters, also das sollte immer noch deutlich erkennbar sein, die Stimme. Das sind so ein paar Aufnahmen, die ich euch jetzt hier vorstellen wollen. Und das war's jetzt im Wesentlichen. Und jetzt kommt eine kurze Zusammenfassung. Natürlich, wie immer, zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Was hat mir an dem Gerät gefallen? Was hat mir eher nicht so gefallen? Ich nehme das vorweg, als Diktiergerät eignet sich es eher nicht so. Toll. Warum wohl nicht? Das ist ganz einfach. Bei einem Diktiergerät muss man auch vorwärts und rückwärts spulen können. Bei einer Aufnahme, man muss die Aufnahme anhalten können, um Passagen zu wiederholen. Das kann das Gerät nicht, jedenfalls nicht in einem geschlossenen Stream. Alles andere, liebe Freunde, ist ausreichend für digitale Sprachaufzeichnungen. Wir haben einen internen Flash-Speicher, wir haben einen genügend großen internen Akku, wir haben eine klare Sprachverständlichkeit, wir haben eine hohe Aufzeichnungsqualität. Wir haben natürlich aber eher nicht das Gerät zur Verfügung für irgendwelche Kommentierungen eines Videos. Nein, es eignet sich am allerbesten für Aufnahmen während des Unterrichts, während einer Vorlesung. So könnt ihr Passagen wiederholen und ihr könnt sogar Sprachen lernen, indem ihr im Sprachunterricht einfach das Ding einschaltet. Besonders gut hat mir gefallen, dass auch eine Sprachsteuerung vorhanden ist. Das heißt also, die Aufzeichnung beginnt und endet beim Erkennen einer Stimme. Das gestattet euch, das, was ich am Anfang moniert habe, natürlich auch zu realisieren. Das heißt also, wenn ihr es als Diktiergerät nutzt, dann redet ihr eine Passage, macht eine Pause, wiederholt diese Passage gegebenenfalls oder ihr beginnt mit einer neuen Passage. Auf alle Fälle ist die Sprachsensibilität, also das Erkennen der Sprache, ausreichend, um die Aufnahme anzuhalten und weiterlaufen zu lassen. Und ehe ich es vergesse, hier unten in der Videobeschreibung habe ich natürlich auch den Verkaufslink drin. Kriegt ihr preiswert bei Amazon. Wem es gefallen hat, Daumen nach oben. Wem es nicht gefallen hat, ab in die Kommentare und einen entsprechenden Hinweis. Ciao!